Hallo, liebe Pfeifenfreunde. Heute zeige ich euch den Wachstumsfortschritt von meinen Tabakpflanzen. Es sind nämlich Fragen gekommen, wie weit die Pflanzen sind. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Jetzt zeige ich mal meinen Freilandversuch. Wenn ihr das hier seht, dann seht ihr hier, wie die Schnecken die Blätter total angefressen haben. Also total beschädigt. Jetzt gehen wir mal zu den Pflanzen. Hier ist nochmal eine. Hier ist überhaupt nichts mehr übrig geblieben, bloß noch die Stängel von der Pflanze, den Rest haben die Schnecken zusammengefressen. Jetzt gehen wir zu meinen Topfpflanzen. Das sind also meine Topfpflanzen. Wie ihr seht, sind die Blätter hier viel größer und schöner. Die sind auf dem Wuchs viel höher, obwohl sie zur selben Zeit gepflanzt worden sind. Das sind sie also hier der Reihe nach. Hier sieht man, hier oben sieht man schon den ersten Blütenstand. Hier, das ist die erste Pflanze, die einen Blütenstand entwickelt hat. Das ist am weitest fortgeschritten. Das sind die restlichen Pflanzen. Die schauen eigentlich alle recht gut aus. Man muss sie bloß regelmäßig wässern, weil sie sehr viel Feuchtigkeit brauchen. Direkte Sonnenbestrahlung vertragen sie auch nicht so gut, deswegen sind sie hier unter so einem Pergoladach. Das mögen sie eigentlich ganz gern. Gut, das war's. Der nächste Video wird dann zeigen, wie sie mit der Blüte ausschauen. Ciao!